nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gott ist dir nicht böse. Gott reagiert nicht wie Menschen. Wir vergleichen Gott oft so, wie wir reagieren würden. Wir sind oft von Menschen enttäuscht und ärgern uns oder sind ihnen böse. Doch Gott streckt seine Hand aus und sagt: Komm, ich gebe dir Frieden und Ruhe. Ich bin dir nicht böse, egal was du getan hast. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute ist der Tag des Herrn und deshalb seid ihr ja auch alle da. Und wir wollen heute Gott begegnen. Stimmt's? Und wir wollen diese Zeit ihm heute schenken. Ja, diesen Tag, der ihm gehört, der Tag des Herrn. Und ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Die Wahrheit über dich. Was denkst du über dich? Wie ist deine Wahrnehmung über dich? Und heute möchte ich euch darauf aufmerksam machen, was Gott über euch sagt in seinem Wort. Gottes Liebe ist so groß, dass er ganz anders über dich denkt, als du dir das vielleicht vorstellst. Gott ist Liebe und in ihm ist nichts Negatives. Und deshalb hat er auch keine negativen Gedanken über dich. Wenn in ihm nichts Negatives ist, kann er auch nicht negativ denken und schon gar nicht über dich. Auch wenn wir etwas falsch machen, sind seine Gedanken nur Liebe über uns. 2. Korinther 5, Vers 17. Und da steht: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so sind wir auch alle neu geworden. Das gilt für dich, wenn du in Christus bist. Eine Wende ist eingetreten in deinem Leben. Alles ist neu geworden. Glaubst du das? Amen. Das heißt auch, dass du nicht mehr über deine Vergangenheit nachdenken musst, wenn du sie bereinigt hast. Jesus Christus hat Vergebung für dich, für all das, was hinter dir liegt, für all deine Fehler, für all deine Schwächen. Er hat Vergebung für dich und deshalb ist Neues geworden in unserem Leben. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind uns mit Gefühlen der Verdammnis bedrückt oder überwältigt oder was auch immer. Römer 8, Vers 1, da steht: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Jesus Christus sind. Und das ist wunderbar. Keine Verdammnis. Gott ist dir nicht böse. Gott reagiert nicht wie Menschen. Wir vergleichen Gott oft so, wie wir reagieren würden. Wir sind oft von Menschen enttäuscht und ärgern uns oder sind ihnen böse. Doch Gott streckt seine Hand aus und sagt: Komm, ich gebe dir Frieden und Ruhe. Ich bin dir nicht böse, egal was du getan hast. Ich habe Vergebung für dich. So steht es in seinem Wort. Diese Vergebung ist für uns da, egal was uns belastet oder uns bedrückt. Er ist souverän. Er behandelt jeden Menschen gleich in seiner Wertstellung. Und er setzt den gleichen Maßstab für jeden Menschen. Keiner ist besser und keiner ist schlechter vor ihm in seinen Augen. Jeder hat die gleiche Chance. Jesaja 43, Vers 1.
Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ist das nicht schön? Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Er hat schon gewusst, dass du heute lebst, dass du heute da bist. Und er hat dich gerufen bei deinem Namen. Er hat dein Leben erlöst aus der Macht der Finsternis. In Vers 4 heißt es weiter, weil du treuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Glaubst du das? Amen. Stimmst du dem zu, was Gott über dich sagt? Was denkst du von dir? Machst du Aussagen über dich, wie zum Beispiel, ich bin doch blöd, ich bin hässlich, keiner kann mich brauchen, ich bin nichts wert, keiner will was von mir wissen? Sieh dich, wie Gott dich sieht. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Egal, wie du dich fühlst, egal, was du selber von dir denkst, es ändert nichts an der Tatsache, dass du geliebt bist von Gott und dass du wertvoll bist vor ihm und in seinen Augen. Gottes Zuneigung zu dir hat nichts damit zu tun, wie du dich fühlst. Wir denken menschlich und meinen, wenn es uns schlecht geht, ist Gott nicht da. Im Gegenteil, dann ist er uns ganz besonders nahe. In den Psalmen sagt David oft, du bist bei mir. Und er meint damit Gott, du bist bei mir. Er sagt es in seinen größten Schwierigkeiten, du bist bei mir. Und David hat sich bestimmt genauso miserabel gefühlt, wie du dich manchmal fühlst. Er war richtig gebeutelt, sogar in Todesangst, verlassen, bedrängt. Sein einziger Halt war das Vertrauen in Gott. Das Wissen, dass er ihn nicht verlässt, das hatte David. Das Wissen, dass Gott ihn nicht verlässt. Stimme dem zu, was Gott über dich sagt. Glaube es. Und es geht noch weiter. Jesaja Kapitel 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ist nicht unser Leben oft so, als ob Ströme uns überfluten wollen, wenn alles über uns hereinstürzt, unsere Probleme, unsere Sorgen und dann auch das noch und auch jenes noch? Und es geht oft sehr heiß her in unserem Leben. Doch Gottes Schutz ist um uns wie ein Schild. Nichts wird uns zunichte machen, weder Fluten noch Feuer. So heißt es hier in seinem Wort. Und sein Wort ist wahr. Was soll uns geschehen, wenn Gott bei uns ist? Wenn er über uns wacht? Es wird uns nichts geschehen. Und das ist ein Versprechen an dich persönlich, dass dich die Ströme nicht überfluten und das Feuer dir nichts anhaben kann. Psalm 91, Vers 7 bis 16. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Ist das nicht wunderbar? Du hast einen Engel von Gott, der dich bewahrt, der mit dir ist. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Gott sagt damit, dich will ich schützen, weil du meinen Namen kennst.
Vers 15. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ist das nicht wunderbar? Jesus hat uns befreit von allen Gebundenheiten. Er ist bei uns in aller Not. Egal wie deine Not aussieht, egal wie groß deine Sorgenberge sind, hier steht es, ich bin bei ihm in der Not. Und das gilt auch für dich und das ist ein Versprechen Gottes an dich. Halte dich daran fest. Und hier steht auch, er antwortet uns, wenn wir ihn anrufen. Hast du schon einmal gerufen zu ihm? Dann bekommst du auch eine Antwort von ihm. Er wird dir antworten, wenn du dich an ihn wendest. Er ist dir ganz nahe, ganz besonders, wenn du Nöte hast und Sorgen hast. Gibt es ein größeres Versprechen, als wenn Gott zu uns sagt, dass er in jeder Not mit uns ist und bei uns ist? Rufe ihn an und er antwortet dir. So steht es hier geschrieben. Rufe ihn an, wenn es dir schlecht geht. Er hört dich. Sei dir immer bewusst, er hört dich. Und wenn die Antwort auch nicht gleich vom Himmel fällt, so wie wir es oft dann ganz schnell erwarten, Herr, ich brauche ganz schnell Hilfe, ganz schnell deine Antwort. Bleibe dran, rufe zu ihm, er wird dir antworten. Zu seiner Zeit. Manchmal müssen wir auch ein bisschen warten. David hat diesen gewaltigen Gott gekannt. Kennst du ihn? Er kennt dich. Empfange die Wahrheiten Gottes in deinem Leben. So wie es hier geschrieben steht. Da wir seine Kinder sind, können wir in Vertrauen und Gewissheit leben und haben seinen Frieden im Herzen. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. 366 Mal steht in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen. Das ist für jeden Tag einmal. Jeden Tag aufs Neue gilt für uns, fürchte dich nicht. Wir sollen keinen Geist der Furcht oder der Angst haben. So steht es hier. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Warum leben wir dann so oft in Angst, in Sorgen und reiben uns auf mit unseren Ärgernissen? Der Teufel versucht, uns die Wahrheit zu rauben und uns mit Täuschung einzufangen. Er sagt immer, in deinem Herzen, sieh, wie schlimm das aussieht. Sieh, was du für Nöte hast. Und da gibt es keine Lösung. Das ist eine Lüge. Verdrehung, Verblendung, Täuschung, das sind seine Maschen. Sorgenberge, wir sehen nicht mehr drüber. Aussichtslosigkeit, wir wissen nicht mehr weiter. Und leider hat er immer wieder Erfolg bei uns, wenn wir nicht aufpassen. Sieh die Dinge aus Gottes Perspektive und nicht aus der Perspektive des Feindes. Proklamiere das, was Gott über dich sagt. Schau nicht auf die Umstände, sondern auf Gottes Verheißungen. Was macht eigentlich unseren Wert aus? Ist es der Wert, den die Welt uns zumisst in unserem Arbeitsleben oder das, was wir darstellen? Oder ist es der Wert, den wir als inneren Wert bezeichnen? Und hier könnte man auch das Wort Würde gebrauchen. Die Werbung suggeriert uns heute oft, wenn wir dieses oder jenes kaufen, sind wir besser, sind wir schöner, sind wir wertvoller oder was auch immer.
Aber was ist unser eigentlicher Wert? Dieser Wert ist austauschbar. Die Würde eines Menschen aber ist nicht austauschbar. Unser innerer Wert. Man kann sie nicht abstufen und man kann sie auch nicht größer machen. Menschen, die an nichts glauben, können ihren Wert nicht definieren und suchen sich bestimmte Hilfsmittel, um sich zu orientieren. Zum Beispiel, ich bin, was ich leiste. Das ist ihr Lebensinhalt. Und nimmt man ihn weg, fallen sie oft in eine Depression. Zum Beispiel, wenn sie in Rente gehen oder einfach nichts mehr zu tun haben. Oder ich bin, was ich besitze. Haus, Auto, Wertpapiere. Kann ein Gefühl vermitteln, wichtig zu sein. Doch sind arme Menschen weniger wert als reiche? Oder Hauptsache gesund, heißt der Slogan. Doch verlieren wir unseren Wert, wenn wir krank sind? Oder Klugheit macht uns wertvoll. Stolz zu sein, zu was man es gebracht hat, was man weiß und gelernt hat. Besser zu sein als andere. Doch auch unser Verstand ist zerbrechlich und führt uns manchmal auf falsche Wege. Oder unsere Gefühle machen uns unsere guten Gefühle wertvoll. Manchmal fühlen wir uns, als seien wir haushoch überlegen. Ich kann's, ich bin's, ich weiß es. Was ist dann mit unseren schlechten Gefühlen? Kommen wir dann in Verdammnis, weil wir schlechte Gefühle haben? Unsere Wertschätzung hängt von etwas ganz anderem ab. Gott liebt uns nicht, weil wir von Natur aus so wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Seine Liebe ist in uns. Du bist ein Original und an einen bestimmten Platz gestellt von ihm. Prediger 9, Vers 8 und 9. Da heißt es, deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst und natürlich auch umgekehrt, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinem Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Wir sollen und dürfen unser Leben genießen. Das steht uns zu, so lesen wir es hier. Es ist unser Anteil am Leben. Aber es heißt auch, deine Kleider seien weiß. Das heißt, wir sollen ein reines Leben führen, ohne Sünde. Zu jeder Zeit steht hier. Wir können in der Vergebung leben und Jesus immer um Vergebung bitten, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und so bleibt unser Leben rein und unsere Kleider weiß. Das, was uns Gott an Segen und Gutem gibt, ist kein Freibrief, dass wir alles andere aus den Augen verlieren, beziehungsweise, dass es egal ist, wie wir leben. Das ist nicht so. Es heißt dir ganz klar, eure Kleider seien weiß zu jeder Zeit. Und dann dürfen wir unser Leben genießen, so wie es hier geschrieben steht. Kopf und Herz sind die Schaltzentralen unseres Lebens. Unser Verstand, unser Kopf und unser Herz, unsere Gedanken und unser Herz. Dort werden Pläne geschmiedet und Entscheidungen getroffen in unserem Leben. Die Bibel spricht oft von den Gedanken des Herzens oder von dem, was aus unserem Herzen kommt. Zum Beispiel in Matthäus 15, 19 und 20. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken,
Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aus Gedankengänge werden Gefühle und dann ein innerer Entschluss. Das, was dein Herz anfängt zu glauben, wird schließlich aus deinem Mund herauskommen. Wir legen uns fest durch unsere Worte und danach folgt unser Verhalten. Deshalb muss der gute Same des Wortes Gottes in unserem Herzen wachsen, damit unsere Gedanken und Handlungen Gottes Willen entsprechen. In dem Gleichnis, wo es um die anvertrauten Pfunde geht, in Lukas 19,22 heißt es, er spricht zu ihm, aus deinem Munde werde ich dich richten. Das heißt, es hat eine große Bedeutung, was aus unserem Mund herauskommt. Es ist äußerst wichtig zu wissen, welche Sprengkraft das hat, was aus unserem Herzen bzw. aus unserem Mund herauskommt. Es kann unser ganzes Leben zerstören. Proklamiere das, was Gott über dich sagt. Dann sind wir ein Wohlgeruch, so wie es die Bibel sagt, wenn wir das proklamieren, was Gott über uns denkt und Gott über uns sagt. 2. Korinther 2, Vers 15. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Das heißt, wir sind ein Wohlgeruch für jeden um uns herum, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Wir sind ein Wohlgeruch und wir sollen es sein, ein Wohlgeruch. Das heißt, wir verbreiten etwas Gutes um uns herum. Wenn gute Dinge aus uns herauskommen, gute Dinge aus unserem Mund kommen, aus unseren Handlungen. Und die Parallelstelle dazu ist 2. Korinther 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Gott schreibt seinen Brief in unsere Herzen, lesbar von jedem. Kürzlich habe ich einen treffenden Satz gelesen, da hieß es folgendermaßen: Christen sind das einzige Evangelium, das noch gelesen wird, und zwar ständig, unbemerkt, mitten im Alltag und ohne unsere ausdrückliche Genehmigung. Die Menschen um uns herum sehen uns. Sie nehmen uns wahr, so wie wir sind. Das heißt, das, was wir tun und das, was aus unserem Mund herauskommt. Gott will dich gebrauchen als leserlicher Brief in deiner Umgebung, als Wohlgeruch überall, wo du hinkommst. Gott gebraucht deine Begabungen, die er dir gegeben hat. Gott gebraucht deine Ausbildung und Gott gebraucht auch deine Lebenserfahrung. Du kannst mit Gott zusammenarbeiten. Gaben sind zum Geben da. Gib das weiter, was du von ihm empfangen hast. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jesus ist auf deiner Seite. Du hast so viel Potenzial in dir. Jesus hat dein Leben neu gemacht und er wird dich nicht vergessen. In Jesaja 49, Vers 15 steht: Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich gezeichnet.
Und das steht im Buch Jesaja geschrieben und ist viel später geschehen durch Jesus Christus, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und in diese Handflächen, in seine Handflächen sind wir gezeichnet, weil er alles auf sich genommen hat. Jesus hat dich in seine Hände eingezeichnet für immer und ewig. Er hat alles vollbracht für dich, dass du alles ans Kreuz bringen kannst und somit frei von jeder Sünde sein kannst. Das ist Liebe. Erkenne die Wahrheit über dich. Du bist geliebt und wertvoll. Lass dir nichts anderes einreden, von wem auch immer. Amen.